Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Part hier bei Desert Skies. Ich habe jetzt gerade gestartet das Game und dachte mir, okay, bevor ich jetzt halt einfach abhau, ich werde auf jeden Fall nochmal hier die Stellen abfarmen. Also mit dem Holz und so weiter. Ich habe jetzt auch festgestellt, obwohl ich ja den Wurm das letzte Mal gekillt habe, der ist wieder da. Also der kommt auf jeden Fall zurück. Da kommt man nicht drum rum. Aber meine Munition würde ich trotzdem jetzt nicht für den verschwenden wollen. Jawohl. War da noch eins? Nö. Genau, deswegen renne ich jetzt halt eigentlich bloß einmal kurz rum. Da hinten war jetzt nichts mehr. Da ist noch ein Baum. Mal schauen, ich gehe mal lieber mit Q aufs Messer. Weil wie gesagt, lieber hebe ich mir die Kugel noch auf für einen Spot, der wichtiger ist. Na, da. Schön. Aber eigentlich ist ein Gold auch gleich wieder, ne? Mein Kohle wäre mir definitiv lieber. Aber kann ich jetzt nichts machen. Da ist keiner. Also da ist eigentlich nichts. Da ist nur ein Kaktus. Ein Wurm ist da vorne noch. Aber der wird dann gleich kommen. Ja, jetzt läuft er los. Jetzt schaffe ich es noch, den Baum zu fällen, bevor er da ist. Das wäre nicht schlecht. Umso schneller kommen wir nämlich voran. So. Ja, und dann müssen wir natürlich ganz klar das Schiff ein kleines bisschen umbauen. So, hier wieder. Haben wir das? Muss ich mal gucken, da ist jetzt kein Baum mehr. Das heißt, ich gehe mal ganz kurz aufs Schiff, dann kann der nämlich wieder verschwinden. Und ein Baum ist da hinten noch. Also wir brauchen wirklich jedes Holz. Ich möchte hier im Grunde komplett die Fläche voll machen mit Plattformen. Ich möchte natürlich auch mir dementsprechenden Schutz bauen, dass es mich nicht irgendwie mal runterhaut. Da habe ich im Übrigen Samen rausgeschmissen, weil das waren einfach, es sind einfach zu viele. Also die braucht man nicht. Jetzt hoffe ich mal, dass ich es schaffe, ohne dass der Wurm rauskommt. Ja, da haben wir eigentlich nur noch Kakteen, so wie es ausschaut. Und da brauche ich eh nicht nochmal hin, weil das ist gefarmt. Das da wäre jetzt halt unser nächstes Ziel, ne? Ich schaue mal, ob ich es so schaffe. Lieber noch ein bisschen krautschen, den Baum holen und dann zurück teleportieren aufs Flößle. So, dann gehe ich gleich mal auf die Axt. Ja, wenn er jetzt halt kommt, dann kommt er halt, meine Güte, dann kann ich es nicht ändern, aber es wäre halt jetzt halt einfach angenehm, wenn dem nicht so wäre, weil dann kann ich mich direkt zurückporten. So, sind wir auch schon? Gut, und dann ab, Teleport to Airship, dann haben wir das nämlich geschafft, dann gehe ich wieder... So, haben wir... Ja, ich bin noch ein bisschen voll, ne? Oh ja, die Trophäe wollte ich mal nachgucken. Wie die denn ausschaut. Dup, 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 dup. Aha. Nicht schlecht. Cool, da noch ein. Und dann kann man irgendwann das Schiff ringsrum verzieren damit. So, halt. Erst mal schauen, ob ich aufgeladen bin. Weil wieder mit halbem... Tanklos fliegen ist auch nichts. Hätten wir das schon mal. Dann müssen wir da Holz reintun. Natürlich müssen wir da Holz reintun, aber es reicht mal eine Planke. So, wir müssen Richtung Westen. Das ist gut. Genau die Richtung. Yes. Und wir haben dann auch noch Rückenwind. Das ist noch hervorragend. Ich wollte mir auf jeden Fall noch ein Dingsbums hier machen. So ein
Glas hier. Aber jetzt würde ich sagen, fliegen wir erst einmal in die Richtung. Hier haben wir überwiegend Kakteen, auch Bäume natürlich, aber wegen 5 Bäumen oder 3 Bäumen. 3 Bäumen lande ich jetzt ehrlich gesagt nicht. So. Schau mal, habe ich Eisen? Ne, habe ich nichts produziert, ne? Dann könnte ich da mal schnell... Oh, doch, eins ist fertig. Dann... Ja, Erdmaulfuhl ist in Ordnung. So. Ja, wir fliegen genau drauf zu. Das ist gut. Ich bin vor allem mal gespannt, was es ist. Das sieht mal halt einfach nur aus wie ein Felsen gerade im Moment. Schauen wir mal. So, auf jeden Fall, dich kann ich rausnehmen. Und wir brauchen noch einmal Glas. Das würde heißen, dass ich mal ganz kurz den Sand suche. Da haben wir den Sand. Was tue ich dafür rein? Die zwei. Wir sind gleich da. Trotzdem mal schnell noch ein Holz reinschmeißen und einmal Glas produzieren, bitte. Das Schöne ist auf jeden Fall, wir fliegen drauf zu. Da hinten eventuell Kohle, das wäre schön. Was ist das? Oh, das ist eine Stadt. Alles klar, dann tue ich mal hier die Bremse reinhauen, dass wir möglichst genau, ja, weil dann drifte ich nämlich so ein kleines bisschen darüber und runter mit dir. Dann müssen wir fast am Eingang sein. Ah, das war doch diesmal eine perfekte Landung, oder? Ach, super. So, dann nehme ich mir mal das Glas. Oh, ich nehme mir das Glas nicht. Warte mal, essen kannst du sowieso was, dann kannst du es jetzt halt nehmen. Dann würde ich sagen, wir machen uns mal ein Speiglas. Speiglas. Mal einen Schluck Wasser trinken. Mal gucken. Im wahrsten Sinne des Wortes. Öha, na, das ist nicht schlecht. Da sehe ich schon ein Seil hängen und Erde. Ich weiß nicht, ob der Hügel einfach nur so da ist oder ob es da vielleicht in eine Mine reingeht. Das ist cool. Vor allem, ich kann dann nochmal abchecken, ob sich's lohnt. Da hinten auf jeden Fall dann. Ja, das ist nicht schlecht. Mit links einfach aktivieren und dann braucht man nichts weiter machen. Dann ist es so eingestellt und wenn ich wieder links klicke, ist es wieder abgewählt. Da sind nur Steine. Jo, das ist nicht schlecht. So, Leute. Wir sollten jetzt mal so langsam... Ups. Das ist aber ungünstig geparkt. Na gut. Wir sollten jetzt mal schauen. Habe ich davon welche einstecken? Nein. Ich habe doch in eine Kiste habe ich lauter Zeug rein, genau da. Ich würde aber, achso, die Seile kann ich nicht rausnehmen. Ich kann aber die zwei Bretter rausnehmen, ich kann den Nagel rausnehmen. Ich kann auch das Eisen rausnehmen und das Leder. Ich hätte hier sogar noch zwei Glas gehabt, ne, siehst du mal. Dann würde ich nämlich jetzt mal ein bisschen rumräumen mit euch und versuchen, dass man die ein oder andere Werkbank und die ein oder andere... Achso, Inventory ist full. Dass wir das mal ein bisschen gesammelt kriegen. So, wo fange ich nur an? Ich würde vielleicht dann erst einmal die Sachen hier abbauen und nach unten schaffen. Dazu würde ich allerdings sagen, muss ich mich ja erst einmal entleeren, ne? Das ist ganz klar. So, zwei Essensdosen. Seile habe ich en masse. Ich tue jetzt erst einmal, bevor ich irgendetwas mir reinnehme ins Inventar, sowas wie eben Nägel oder sowas, entleere ich mich jetzt erst einmal komplett.
So, das kann ich dann auch alles raus tun, das Werkzeug, außer. Ja doch, das tue ich dann alles mal raus. Ah, okay, zwei Dinge sind da noch. Das heißt, nimm doch noch mal das Holz raus. Dann brat mal die zwei Dosen schnell raus. Ist da noch was drin? Nein. Kann ich gleich noch mal eins reintun. Weil dann sind die gekocht und stacken dann auch schon wieder. Das ist gut. So, damit haben wir das. Wir haben nichts weiter einstecken. Wir tun das Holz hier rein. Wir tun die Dosen hier drauf stacken. Verbände kommen hier drauf. So, dann hier habe ich keine Kiste. Hier können wir im Grunde nichts reintun. Nee, können wir nicht. Da haben wir noch so ein. Schade. Das braucht einen separaten Platz. Mal das Eisen kann ich doch zusammen stacken. Das kommt dann. Die Figur muss ich ja auch noch aufhängen, ne? So, warte mal, da kannst du gleich mal zwei Stück essen. Perfekt. So, dann tun wir halt einfach die Seile mal da mit rein. Alles, was ich irgendwie stacken kann, ist gut. Okay, das da rein. Das da rein. Dann tun wir halt den mal hier mit rein. Ist ja egal. Steine die zwei rein. So. Dann, wir haben recht viel Gold, ne? Muss ich sagen. So. Das Leder. Verdammt, hatte ich das Leder da vorne mit drin beim. Normalerweise beim Holz. Ich tue es jetzt mal da mit rein. Und die Patronen gehören eigentlich unten in die Kiste rein. Oh, einen Umweg gelaufen. Und am liebsten wäre es mir natürlich, wenn ich jetzt dann hier noch zwei Plattformen mache, dass ich dann da auch eine Wand herstelle. Und dann könnte man nämlich, da ist was drin, die hier. Dann könnte ich nämlich diese Kiste hier mit daneben stellen. So, RT. Dann würde diese Werkbank. Diese Werkbank im Grunde, stehe ich zu nah dran, ne? Eine Fläche einnehmen. So, dann können wir hier nämlich alles reintun, was wir für Produktion brauchen. Pulver und so weiter. Schaue ich mal, ob ich das finde. Den Sulfur, glaube ich, brauche ich da. Den Salpeter brauche ich da. Glaube ich jetzt zumindest, dass ich das brauche. Mal gucken, ob ich noch irgendwas habe in der Art. Fertilizer, Dirt, Sand, also das nicht. Das bleibt dann bei den Pflanzen. Okay. Sonst, man könnte ja auch die Eisenwerkzeuge da unten reintun, aber jetzt mache ich erst einmal die da. So. Tschack, 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 tschack. Und dann noch die zwei. Passt. Weil ich glaube, fürs Gunpowder, ne? Sulfur, Salpeter und Charcoal. Also das ist das, was ich hier brauche. Und Charcoal, das kann ich ja im Grunde dann in der Kiste lassen. Allerdings stelle ich die Kiste auch mit daneben, dass das alles schön an seinem Platz ist. So, und da setzen wir dann einfach nochmal eine hier daneben. So, einmal zack und einmal peng. Und dann stellen wir die quasi hier so nebeneinander. Ich denke, das ist perfekt. Licht kommt da natürlich auch her, aber wir hätten hier so eine Werkbank, wo wir dann auch unsere Materialien drinne haben. So. Ja, das ist im Grunde genau ein Brettle, ne? Was wir da haben. Ist perfekt. Dann kann man hier eine kleine Wand ziehen und da eine Wand ziehen. Das zur Treppe wird dann sowieso hier zugemacht. Ja, perfekt.
dann hätten wir die Ecke schon mal. Dann könnte ich hier im Grunde die Produktion machen der Schmiede, oder ich, ja, noch lieber würde ich sie natürlich da hinten unterbringen, aber da brauche ich dann tatsächlich Bretter. Da brauche ich tatsächlich Bretter, die ich dann Nägel, Bretter und Nägel. Sehr viel Holz habe ich nicht, ne? Nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. So, die Fackel kannst du eigentlich ausmachen, bitte. B. Struktur. So, ich brauche immer 4 Holz und 4 Nägel. Das heißt, ich kann 5 Plattformen bauen. 1, 2, 3, 4 und 5. Dann können wir hier die Schmiede hersetzen. Ich glaube, das ist gut. Allerdings Schmelze, die doch mal mitnehmen. Dann können wir den Hammer. Da ist sonst nichts weiter drin, oder? Nö, da ist nichts weiter drin. Da ist nichts drin, ist nichts drin. Ich will bloß nicht was verplempern. So. Dann, jetzt habe ich ihn einstecken. Ich könnte eigentlich noch eine Kiste mit abbauen. Was hast du da drin? Oh, eine Kiste hat 4 Nägel, ne? Und 4 Holz. Okay, das können wir machen. Dann nehmen wir die Sachen mal mit raus. B, Deconstruct. Zack. Dann kommt zuerst die Kiste, die kommt dann auf die ganz linke Seite. Ich hoffe, das haut dann auch hin mit der Wand und so. So, dann gehe ich natürlich da ein bisschen weg und da. So, dann käme hier zuerst mal der Schmelzer. Smelter. Zack, ne? Also Rohmaterialien zum Einschmelzen. Dann nochmal eine Kiste. Da gleich rausschmeißen, ne? So, Kiste voll, ne? Aber da kann ich aber trotzdem die Sachen noch schnell reintun. Ist mal ein Red Mushroom. Ja, der hat nicht sehr viel gebracht, ne? Ist beide, ist egal. So, das Leder können wir hier mit reintun, ist gut. Ich tue jetzt einfach mal den. Nein! Ich muss ja den Ding noch bauen, die Werkbank. Ja, dass ich jetzt hier was raus tue. Aber eine Kiste brauchen wir trotzdem. Da müssen wir uns doch aber eigentlich bauen können. So, schauen wir mal. Also eine Kiste muss bei uns. Da habe ich so viele Ropes, ne? Na, bleib mal da. Warte mal. Ich nehme lieber die da mit. Nicht runterfallen, bitte. Jetzt muss ich wieder außen rumlaufen. So, dann kommt hier Kiste her. Ich denke, das ist im Anschluss dann ganz gut. Ich weiß immer nicht, ob sie jetzt gerade steht oder nicht, aber ich denke mal, so passt es. Ich gehe mal so nah ran, wie es nur möglich ist. Zack. So, und dann kommt hier die Schmelze hin. Durch das, dass ich ja da Wände hinziehe, müsste das eigentlich dann später auch ganz gut sein. Ansonsten muss ich es halt nochmal. Ich hab das Leder raus.
Und ich hab's noch gesagt, ne? Und ja, dass ich jetzt da was raustue, was ich brauche. Ach, falsche Kiste schon wieder. So, dann kommt hier nämlich die Blacksmith hin. So, und dann passt das Rohmaterial zum Schmelzen, dann hier die fertigen Teile rein und dann hätten wir hier quasi nochmal, ja, es passt. Sobald ich Holz habe, werde ich noch ein paar Nägel herstellen. Da sollen Wände her, mal gucken. Oder halt diese Halbrüstungen. Was habe ich denn noch? Geht da noch was? Ne, kann ich nicht herstellen. Das kann ich nicht herstellen. Macht nichts. Haben wir auf jeden Fall schon einen guten Anfang geschafft, ne? Jetzt haben wir den Mist gleich nochmal ein. Jawohl. Die wachsen ja richtig gut, ey. Das ist Wahnsinn. Kann zur Zeit auch fertig sein. So, einmal die 8. Es wäre jetzt schön gewesen, Mensch. So. Gut, wo sind wir denn zeitlich? Ja, haben wir noch massig Zeit, das ist cool. So, ich tue... Was tun wir denn? Was tun wir denn jetzt? Wir brauchen den Schleif... Eigentlich brauche ich echt Bretter, ne? Ich brauche Bretter, dass ich Plattformen bauen kann. Und Bretter habe ich, glaube ich, keine mehr. Und Bretter brauche ich auch noch, um... Okay. Wir müssen dann wohl... Wir könnten die Sachen gleich mal nach unten tun. So, Eisen, Gold, perfekt. Hier dann die fertigen Sachen rein. Und Glas, genau. Das ist gut. Die Dinger droppe ich wieder. Mal schauen, ob ich das hinbekomme, ohne dass ich runterfalle. Weg damit. Wir entladen unseren Müll mitten in der Wüste. So, bist du jetzt fertig? Jo. Dann schnappe ich mir jetzt mal diese Kiste und pack. Nee, dann komme ich wieder durcheinander, ne? Ich bin ja eh schon die ganze Zeit durcheinander und am Rumrennen. So, ihr kommt da rein. So, und Crucible und die Anvil tue ich dann auch mal da rein. Da kann ich mal eine essen. Dann tue ich die restlichen hier rein. Und dann würde ich aber auch sagen, dass ich das Fernglas jetzt mal noch mit drin lasse. Genau, ansonsten bin ich leer. Dann können wir jetzt mal losziehen. Können uns da mal umgucken. So, hier wäre jetzt ja zum Beispiel etwas, wo ich sage, da lohnt sich's, dass wir dann das Würmle weghauen. Da hätten wir einen Brunnen. Ups, da lief wohl was schief. Mal gucken, ob ich den dann erledigen kann. Erstmal geht es mal ums Holz, ne? Das ist klar. Schauen wir hier außen rum, ob ich da auch noch was habe. Ja. Da kam von irgendwoher ein Würmlein daher. Das
wollen wir uns auch noch genauer anschauen. Na, ah, aber ich werde wahrscheinlich es nicht mal schaffen, nochmal eine Aufnahme zu machen. Von daher lasse ich das jetzt mal auf dem Messer. Dann strecke ich den lieber mal mit dem Messer dahin. Bevor ich jetzt meine Kugeln verballe, den Kill und dann nochmal. Mit den Trophäen mache ich mir bestimmt keine Gedanken. Weil da werden wir noch einiges sammeln können. So, da hinten ist noch ein Baum. Ihr merkt schon, ich will noch nicht da rein in die Hütten. Ich schaue mich ja immer erst einmal außen rum um. Da hätten wir auch einen Kaktus noch für Wasser. Na komm her. Da hinten können wir auch noch Steine. Ja, ja. So. Minen halt, ne? Es wäre, glaube ich, nicht einmal so verkehrt, einmal dahinter zu schauen. Gleich. Ich weiß, dass ich kann mich ja sowieso nicht zurückporten. Laufen muss ich ja. Aber das ist ja auch kein Thema. So ein Stück. Er ist zwar etwas schneller wie ich, wenn ich nur gehe, aber trotzdem lohnt sich's immer nochmal aufladen zu lassen und zu rennen. Umso schneller komme ich dann auch voran, also in meinem To-Dos. So, weil dann sind wir nämlich schon mal da. Was ist es? Eisen? Nein, Gold. Aber Gold ist ja auch nicht verkehrt, ne? Wissen wir ja. So, einmal das genommen. Aloe Vera und sowas brauche ich jetzt nicht. Da habe ich keine Bäume, aber da ist nochmal so ein Kakatus. Genau, lauf in die Richtung. Ah, da hinten rechts ist nochmal ein Baum. Jedes Holz ist jetzt wichtig gerade im Moment, ne? Und ich würde mir so wünschen, dass ich diese Schlucht wiederfinden könnte. Oder irgendwie eine Map hätte oder so, wo das drauf verzeichnet ist. Das wäre natürlich nicht verkehrt. So, dann gehen wir mal dahinter. Ja, der ist noch ein Stück weit weg. Kann ich einmal reinbeißen hier. Bin ich da auch gleich wieder voll? Na, der ist schon da. Ich höre ihn quasi schon im Nacken. Na, da hinten ist auch nochmal so ein Kaktus. Zumindest das Früchtle noch mitnehmen, ne? So, Sturm! Messer in die Hand. Na, na komm, na komm. So. Gut, dann können wir zurück. Weil da ist jetzt halt nichts mehr. Aber dann weiß ich wenigstens auch, wo was irgendwie sein könnte. Was von Interesse her. Gold ist jetzt halt gerade im Moment nicht von Interesse. Auch wenn es für die Kugeln ganz gut ist. Aber für Holz jetzt da ringsrum laufen und ständig mit dem Wurm zu tun haben, ist auch nichts. Ich denke, den mache ich dann im nächsten Part dann fertig. Da haben wir eigentlich nichts außer Stein, oder ist es Kohle? Nee, ist es nicht. Nee, dann laufen wir wieder zum Schiff. Du bist aber wirklich eine Trantüte.
Ja, der wird mich schon noch einholen, denke ich. Ich denke, einmal wird er mich noch erwischen. Ja, natürlich nun. Ja, dann komm her. Genau, er verzieht sich halt immer in die genau andere Richtung, das ist ganz gut. Es kommt immer darauf an, von wo man ihn erwischt. Warte mal, den Baum hole ich mir noch. Und dann ab aufs Schiff. So, dann kannst du da oben unten crouchen, was du willst. Halt, da war mein Bett. Ja, dann lade ich auch mal den Ofen, weil jetzt habe ich das Holz einstecken, das passt mit 90. Ich ziehe gleich das Rad wieder auf, das wird dann ja natürlich auch umgesetzt, das kommt dann nach hinten in die Mitte. Zum Glück muss man das nicht irgendwie verkabeln oder sowas, aber das kommt da hinten dann hin. Und passt. Genau, perfekt. Und dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Wir werden dann auf jeden Fall die City hier mal, also ich nenne es halt jetzt mal City, ist auf jeden Fall mehr wie nur ein Haus, werden wir looten. Mal gucken, was rauskommt. Da habe ich jetzt dann nicht aufgepasst, ob das jetzt eine Höhle war oder nicht. Könnte sein, aber normalerweise, wenn du eine Mine hast, die nach unten geht, hast du keinen Wurm in der Nähe. Ist mir zumindest so schon mal aufgefallen. So, du bist immer noch nicht fertig, alles klar. Lasst ein Like da, lasst Kommentare da und dann täte es mich echt freuen, wenn ihr beim nächsten Part auch mit dabei seid. Macht's gut, schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, was auch immer. Ciao, ciao.